Willkommen, willkommen aus Berlin. Wir sind hier bei Sony und haben ein kompaktes Smartphone in der Hand. Und zwar hat Sony das neue Xperia X zuerst nur als Performance und normales Flaggschiff endlich vorgestellt. Und jetzt haben sie das kompakt zur IFA für sich behalten. Und jetzt kommt es aber auf den Markt mit einem wirklich wunderschönen, in dem Fall weißen Gehäuse. Es gibt es noch in zwei anderen Farben, schwarz und einem Nebelblau. Ich würde das eher als grün bezeichnen, aber es ist natürlich Geschmackssache. Wir zeigen es euch gleich mit so einem separaten Video nochmal die Farben alle einzeln. Was Sie hier sehen können, sind zwei Lautsprecher, auch hier wieder in dem kompakten kleinen Handy ist wirklich viel Power drin, was den Akku angeht. Das ist 2700 mAh auf nur ein 4,6 Zoll Bildschirm, der weiterhin nur eine HD-Auflösung hat, aber das ist genauso bei Apple, da haben sie auch die gleiche Bildschirmgröße, auch nur eine HD-Auflösung und das ist super scharf und macht auch in der Geschwindigkeit Spaß, denn trotzdem haben wir hier die schnellste Hardware drin mit einem Qualcomm Snapdragon 820 3GB RAM und das Ganze in einem schönen, kleinen, kompakten Gehäuse, wie ich euch gleich zeigen werde im Vergleich zum normalen iPhone 6S. Hinten trotzdem sehr gute Leistung, auch in der Kamera. Zum Beispiel haben wir hier 23 Megapixel mit den neuen Sensoren, die wir auch schon vom XZ kennen. Also nicht nur ein Blitz, sondern ein Lasersensor und auch noch ein Phasen- bzw. ein Farbsensor. NFC und alles mögliche weitere, was Bluetooth, GPS und ähnliches angeht, ist natürlich angebaut, aber unten auch USB Type-C. Also der USB-C-Anschluss ist jetzt in beide Richtungen ansteckbar, aber weiterhin USB 2.0. Wenn wir auf die linke Seite gehen, haben wir hier einen kleinen Slot. Wenn ich den hier rausziehe, dann sehen wir, dass wir hier eine Nano-SIM-Karte und MicroSD einlegen können. Also Dual-SIM in Deutschland natürlich weiterhin nicht verfügbar bei den Sony Premium-Handys, aber das Handy fährt dann übrigens neu hoch und runter, wenn ihr die SIM-Karte austauschen wollt. Das kann man leider nicht ausstellen, aber halb so wild. An der Oberseite haben wir einen vollwertigen Kopfhöreranschluss, das ist für viele noch wichtig. Das wird Apple ja eventuell nicht mehr einbauen. Und auf der nächsten Seite haben wir noch einen Fingerabdruckleser, Lautstärkeregler und einen dedizierten Kameraknopf. Das Gerät ist 9,5 mm dick, also mal wieder genauso dick wie letztes Jahr, glaube ich, da waren es 9,12 mm. Also kein dünnes Handy, aber irgendwo muss ja der riesengroße Akku rein. Und vorne haben wir hier den kleinen Abstrich bei der Kamera im Vergleich zum XZ oder der X-Serie. Hier haben wir nur 5 Megapixel für die erste Kamera und da können Full-HD-Videos aufgenommen werden, während hinten auch nur Full-HD-Videos aufgenommen werden können, was ich ein bisschen schade finde, denn genau, auf der Rückseite waren früher auch 4K möglich bei den Kompaktgeräten. Aber für viele ist das Video nicht so wichtig, also machen wir das Gerät mal an. Hier sehen wir dann, dass das Ganze schnell läuft, dank einem Qualcomm-Prozessor. Das ist der 8956, ich glaube, das ist der 810er oder 15er, auf jeden Fall nicht der 820er, hier in dem Sony Xperia X Kompakt. Aber weiteres findet ihr natürlich wie immer auf der Sony-Seite und auch, dass wir 3GB RAM haben oder 32GB internen Speicher, ist ja sehr, sehr schön. Aber am wichtigsten ist meistens doch noch die Kamera, die wir sehen können, eine super Weitwinkel Optik hat, also 23 mm oder 24 mm hier wunderschön Weitwinkel. Und wenn wir das Ganze umdrehen, sieht doch meine wunderschöne Assistentin oder Kameralady, die jetzt hier mit Gegenlicht auch sofort erkannt wird und sich hier die Farben anpassen und von der Qualität her alles sehr, sehr, sehr gut ausschaut. Genau, ansonsten weiteres erfahrt ihr zu dem Gerät demnächst eigentlich hier auf meinem YouTube-Channel, wo ihr viele weitere Videos findet, wie zum Beispiel, wie schauen die Farben aus. Das war jetzt hier das Nebelblau. Es ist vor allem hinten relativ schick. Und das Schwarz wird, glaube ich, den meisten in Deutschland gefallen. Schwarz und Weiß ist ja immer so eine Sache, welches nehme ich jetzt. Schaut beides sehr, sehr gut aus. Aber wie gesagt, versprochen mit einem iPhone 6S oder 6 im Vergleich, 4,7 gegen 4,6 Zoll. Hier gewinnt das Sony auf jeden Fall in der Größe. Denn natürlich, das Sony ist ein bisschen natürlich kleiner, aber viel, viel, viel dicker. Mein Name ist Balazs Graf, wenn du zugeschaut hast von der IFA 2016. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren.